Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil aus unserer TeamViewer-Serie. Jetzt geht es um das Thema Web-Meeting oder Webinar, nennt es wie ihr wollt. Wie kann man mit TeamViewer auch mal, sagen wir mal so, eine Präsentation online präsentieren? Das Ganze geht über die Meeting-Funktion. Wir gehen mal hier rüber. Und es geht auch alles relativ einfach. Nochmal der Hinweis, auch an dieser Stelle, natürlich geht es auch im Business-Bereich, allerdings muss es lizenziert werden. Da empfehle ich euch unser Video zum Thema ja, TeamViewer im Business-Bereich. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie man spontan ein Meeting starten kann. Also man hat die Leute am Telefon, sagt, hallo, ich würde jetzt gerne mal ein Meeting aufmachen und würde euch gerne mal was präsentieren. So. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich habe hier einmal eine Meeting-ID, die muss ich natürlich weitergeben. Ich kopiere die jetzt einfach mal, der Einfachheit halber. Die kann ich natürlich auch per Mail verschicken. Und hier habe ich die Möglichkeit dann einzustellen, wird auch der Ton über Voice-over-IP übertragen oder eben nicht. Das muss man entscheiden. Wenn man die Leute am Telefon hat, braucht man es natürlich nicht. Ja, und jetzt gehen wir mal auf den Kunden oder auf den Empfänger dieser Präsentation. Das ist jetzt der Kunde, der zuschauen möchte. Und der macht auch seinen TeamViewer auf. Es gibt natürlich auch den Quick Join für die Business-Leute zum Beispiel. Die können da ihre eigene Client-Software machen mit dem eigenen Corporate-Logo. Wir machen das jetzt einfach über den ganz normalen TeamViewer, den man sich von der Internetseite runterlädt und macht jetzt eine Meeting-Sitzung auf. So, und jetzt sieht der Kunde den Bildschirm vom Präsentator. Kann natürlich nicht steuern. Ihr seht, also ich kann nichts steuern. Das wird zwar der Mauszeiger angezeigt, aber man kann nichts steuern. Und hier sehen wir dann auch gleich die Teilnehmer. Das kann sowohl der Kunde als auch der Präsentator alle Teilnehmer hier in dieser Liste sehen. Man kann natürlich auch chatten, man kann über Voice-over-IP kommunizieren. Man kann natürlich auch anfordern, das können wir mal hier machen, via Chat, dass man zum Beispiel fernsteuern möchte. Und das bekommt natürlich dann auch der Präsentator. Wir gehen mal wieder auf den Bildschirm vom Präsentator zurück. Und der sieht hier in der kleinen Vorschau den Bildschirm, der praktisch gestreamt wird. Was ganz cool ist, was ich zum Beispiel bei mir auf der Arbeit so betreibe, dass ich zum Beispiel dieses Fensterchen auf den zweiten Bildschirm lege und dann habe ich einen Bildschirm, den ich nur für die Präsentation verwende. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation abspielen oder halt auch andere Geschichten zeigen und präsentieren. Ich kann hier auch per Mail oder Telefon Leute einladen und hinzufügen und das geht auch alles relativ einfach. Hier kann man den Text noch ein bisschen verändern und die Leute können dann darüber auch teilnehmen. Also es geht relativ einfach. Was sind, sag ich mal, Anwendungsbereiche? Anwendungsbereich ist zum Beispiel im Business-Bereich. Ich möchte eine Schulung machen. Im privaten Umfeld könnte das zum Beispiel sein, wenn der Sohnemann für die Schule irgendwas machen möchte oder die Tochter, dann kann die darüber irgendwelche Sachen streamen und Präsentationen irgendwie ausprobieren mit den Freunden. Oder mit demjenigen, mit dem man das halten soll, das Referat in der Schule. Oder Studenten, die können das natürlich genauso handhaben. Also das sind so die Bereiche, sag ich mal. Oder einfach auch ganz klassisch diese Webinare. Ich meine, da gibt es ja auch von Citrix, gibt es zum Beispiel, das ist wahrscheinlich das bekannteste mit Citrix Webinar-Geschichte, ist auch natürlich ein Lizenzierungsmuss, das muss ich lizenzieren als Business-Kunde, aber das geht auch mit TeamViewer. Also man könnte das alles auch mit TeamViewer betreiben, da muss man sich halt dann irgendwie einigen. Natürlich ist es klug, wenn ich sowieso schon einen TeamViewer-Account habe und das Ganze lizenziert habe, dass ich das dann über TeamViewer abwickle. Dazu schaut ihr euch vielleicht mal unser Business-Video an zum Thema TeamViewer. Wenn ich da eh schon eine Lizenz gekauft habe, dann kann ich natürlich auch so ein Meeting abhalten und brauche nicht extra nochmal Citrix oder irgendwas anderes zu lizenzieren. Das wäre ja Quatsch. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, ein Whiteboard einzusetzen. Das können wir hier mal aktivieren. Und dann kann man auf dem Bildschirm
krakeln. Also man kann da einfach mal was aufzeichnen, mal was unterstreichen. Man kann das natürlich auch alles recht schnell wieder abschalten und wieder anschalten. Also das ist ganz cool. Ich kann es natürlich auch wieder wegwischen. Da muss man halt dann entscheiden, ob man sowas braucht, will, wie auch immer. Ich finde es ganz gut. Man kann auch mal was zeigen, wie man es halt an der Tafel machen würde. Und es macht halt so eine Präsentation, sei mal lebhafter. Was ich auch cool finde, das sind so Formen, die man damit einbauen kann und was zeigen kann. Man kann auch einen Text nochmal reinmachen. Also man kann seine PowerPoint nochmal komplett umbauen. Und wenn ich hier unten auf Löschen gehe, dann ist das Ganze auch weg. Ich kann auch hier zum Beispiel noch solche Denkblasen mit einfügen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Ich deaktiviere das mal. Auch die Teilnehmer an diesem Meeting, die können natürlich auch mitzeichnen. Den kann ich das erlauben. Ich gehe mal auf den Teilnehmer und kann dann sagen, er kann zum Beispiel zeichnen. Und ich kann ihn sogar auch zum Präsentator ernennen. Das heißt, ich kann es übergeben an einen Kollegen, der dann die Präsentation weiterführt. Und das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und ich kann dann natürlich auch Moderatoren mit einbinden, die das ganze Webmeeting, Webinar ein bisschen mit steuern. Also das ist wirklich ein professionelles Tool. Das kann sich natürlich, aber braucht sich eigentlich nicht zu verstecken und kann man eigentlich für alle möglichen Bereiche einsetzen. Ich kann es natürlich noch ein bisschen pimpen, indem ich noch eine Videokonferenz mit ranhänge. Aber wie gesagt, das kann ich im Moment hier über diese virtuelle Maschine nicht präsentieren. Ja, das ist im Grunde genommen diese ganze Funktionalität mit dem Meeting. Mehr braucht man da jetzt eigentlich nicht zu zeigen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zu TeamViewer habt, einfach mal in unser Forum schauen. Da könnt ihr die Fragen nämlich auch loswerden. qso4u.com/forum. Hier seht ihr das gleich mal ganz kurz eingeblendet, unser Forum. Und da können wir gerne mal drüber diskutieren, auch im Hinblick auf Business-Geschichten, weil ich habe da schon einige Erfahrungswerte mittlerweile, die ich natürlich auch gerne an euch weitergeben möchte, wenn ihr auch irgendwo Administrator in der Firma seid und denkt über die Anschaffung von TeamViewer nach. Und hier auch gerne wieder der Hinweis, ich bin kein Vertriebsleiter von TeamViewer oder ich habe auch keinerlei Kontakt zu der Firma TeamViewer, dass ich sagen kann, ich hätte einen Nutzen davon, wenn ich euch das weiterempfehle. Das sind wirklich die Erfahrungen, die ich mittlerweile mit dem Produkt gesammelt habe und das ist schon mittlerweile, ja, ich sag mal so 3 Jahre mindestens, die ich da mit dem Produkt relativ zufrieden arbeite. Natürlich, wenn der Gegenüber eine langsame Internetleitung hat, dann macht natürlich TeamViewer auch nichts. Aber ich sag mal so, die Codecs sind mittlerweile so gut optimiert, dass auch eine relativ schlechte Verbindung dann trotzdem flüssig abläuft. Genau, das war's schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U TV.